Zuerst ein Wort von Hermann Hesse. Zerstört und verloren gegangen sind für den größten Teil der zivilisierten Welt vor allem die beiden Fundamente aller Lebensordnung, Kultur und Sittlichkeit, die Religion und die Sitte. Es fehlt unserem Leben durchgehend an Sitte, an einer traditionell überkommenen, geheiligten, ungeschriebenen Übereinkunft über das, was zwischen Menschen schicklich und geziemend sei. Das ist ein Wort, wir wissen ja, eines Mannes, der bis vor kurzem gelebt hat. Und doch ist es ein Wort, das gerade in der Moderne, in der gegenwärtigen Zeit, weitgehend Protest auslöst, außer bei den Ältesten. Gerade überkommene, traditionell überkommene, ungeschriebene Übereinkunft, da will man nichts von wissen. Und wir wissen ja auch, woher es kommt, durch die zunehmende Religionslosigkeit in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, durch die Verblassung der christlichen, also sagen wir des religiösen Gehaltes, des erhebenden Gehaltes in der christlichen Lehre. Da konnte nichts Überzeugendes, nichts wirklich Kraftgebendes zum Überwindenden tun, konnte nichts mehr so etwas fruchtbar werden. Und darum blieb es alles mehr leere Worte. Man hielt fest an tradierten Gepflogenheiten, an Haltungen und es hüllte sich innerlich aus, denn das Verlangen des Menschen und seiner Sinne nach den vielen Formen von Genießen und auch Bequemlichkeit, alles überhaupt die ganze Sinnlichkeit, ist eine dauernde Gefährdung der inneren Ordnung und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das geht aus allen Lehren hervor und zeigt der Erwachte ganz eindeutig, dass wo Sinnlichkeit ist, da kommt immer auch Hass und Roheit auf. Die Sinnlichkeit ist die Mutter von Hass und Roheit. Und da die Menschen und die Gottheiten in den übermenschlichen Bereichen von der Sinnlichkeit leben, darum müssen sie immer der Hass, dem Hass und der Roheit gegensteuern. Immer ist um des Genusses willen, will man 5 Grade sein lassen und auch das steht mir eigentlich mehr zu als dem, ich bin der Stärkere, was soll er und beim nächsten Mal helfe ich ihm oder wir können das ja vom Alltag her. Und darum muss Religion sein, was Hermann Hesse Religion nennt, wir wissen, eine überzeugende Lehre, die aufzeigt, was wirklich zum Heil führt und was wirklich vom Heil immer mehr entfernt. Eine überzeugende Weltsicht, Seinssicht. Und zweitens muss Sitte sein. Die Sitte soll sich aber ergeben aus der Religion, aus dieser Seinssicht. Merkt man dann, ach, das sind die Wege in das Helle und das sind die Wege in das Dunkle. Aber diese Sitte, wenn die ziemlich verbreitet ist, wenn die Gewohnheit geworden ist bei den Menschen, wie es in östlichen Kulturen noch weitgehend ist, dann ist das Leben natürlich erheblich leichter. Heute ist es ja hier im Westen, insbesondere in der jüngeren Teil der Menschheit, aus dem Protest gegen viele Heuchelei, gegen viele leere, öde Sitten und hartem Durchsetzen derselben gegenüber der Jugend, da ist dieser Protest gekommen, der bis zur Umstürzung aller Sitten geführt hat. Das ist nicht so sehr, und ist dann von älteren Menschen, Schriftstellern der verschiedenen Arten, die sowieso für die Hemmungslosigkeit mehr waren, aber früher nicht so zu Worte kommen durften, die haben diese Strömung des an sich gesunden Protestes der Jugend aufgegriffen und haben nun immer mehr das Wort geredet, dem Gemeinen und dem Niederen in Büchern, in Bildern, in allem, das kennen wir ja, haben wir ja beobachtet. Aber jetzt ist im Westen weder Religion, weder eine überzeugende innere Wegweisung,
was wirklich über dieses Leben hinaus heilsam ist, ins Hellere führt und auch, ja, und, oder was ins Dunklere führt, das ist Religion. Noch ist ein fester Weg der Ordnung, der Sitte, der Gewöhnung, die gut sei. Das ist alles nicht mehr da, beides nicht mehr da. Wenn ein Einzelner jetzt wieder zu einer religiösen Ansicht kommt, wie wir, zu einer tieferen Einsicht darüber, was wirklich heilsam ist und was wirklich übel ist, dann hat er es jetzt viel, viel schwerer, in dieser allgemeinen Hemmungslosigkeit, in diesem allgemeinen sich gehen lassen und sich treiben lassen, wie gerade die Neigungen sind, in diesem Schwungvollen, wie man es überall so sieht, da hat er es viel schwerer durchzuhalten, nach seiner Einsicht jetzt zu leben. Es gibt gar keine gebahnten Wege. Es ist wie ein riesengroßer Platz, man kann auch sagen wie ein Dschungel, da sind überall irgendwo Lichtungen, überall irgendwie verlockende Plätze, dazwischen Sumpf und dazwischen Schlangen und Übles und all dieses. Und selbst, wie gesagt, wer jetzt wieder an Religion kommt, an eine tiefe, klare, innere Überzeugung, was sein muss, dann hat er es in dieser Wildheit hat er es sehr, sehr schwer. Wir müssen das von uns wissen. Es ist ein Unterschied, ob wir hauptsächlich so auf die blicken, also auf das heutige Getue, das hemmungslose, extreme Handeln und die Lebensweise, ob wir mehr darauf blicken, dann haben wir es immer wieder sehr schwer, uns zur inneren Ordnung zu rufen und wieder, du wolltest doch so und so ist es doch. Wo heute ganz allgemein Sittenlosigkeit, also Bindungslosigkeit herrscht, wo man nur dem Impuls oder vorwiegend dem Impuls folgt, da muss jemand, der in diesem Chaos jetzt wieder ein echtes Ziel weiß und ein Lebensziel weiß, muss er sorgen, dass er nicht so sehr von dem Außen angesteckt wird. Dass er nicht so sehr dahin blickt, muss er mehr sich zurückhalten. Er muss wissen, das sind die Strudel, die meinen oberflächlichen Willen sofort mitreißen und wieder mitirritieren. Und immer wieder kommt hinterher, ach, das wolltest du doch nicht. Das hast du doch wieder. Und wenn es nur schon hinterher kommt, dann ist es noch besser, als wenn man von einem Strudel in den nächsten kommt und irgendwie später mit Wehmut und mit Verbitterung oder mit Resignation denkt, ach, du hast dein ganzes Leben verpfuscht. Du hast es doch gewusst, was richtig ist. Es lebt sich heute für den, der ein echtes Heilsziel hat, viel, viel schwerer hier in dieser westlichen Welt als früher. Zerstört und verloren gegangen sind für den größten Teil der zivilisierten Welt vor allem die beiden Fundamente aller Lebensordnung, die Religion und die Sitte. Es fehlt unserem Leben durchgehend an Sitte, also an gewohnten Lebensformen, an einer traditionell überkommenen, geheiligten, ungeschriebenen Übereinkunft über das, was zwischen Menschen schicklich und geziemend sei. Man kann wirklich sagen, ungeschrieben und geschrieben findet man es im Osten, also nicht einfach im Osten. Aber dort ist es weitgehend mehr und in Indien ist es noch ganz besonders stark, in Burma und so weiter kann man es beobachten, in Ceylon. Sie können immer wieder die riesigen Freunde, die schon in diesen Ländern waren, können Sie immer wieder von denen hören, wie sie es beobachten und wie es ihnen wohltat und wohltut, das da zu erleben. Auch dort ist es erheblich lockerer geworden, als es früher war. Aber das Lockere ist nur auf der Oberfläche. Die Grundzüge der Lebensordnung, vor allem des inneren, der inneren Grundlinien, die sind noch ganz die alten. Nur es schwankt und schwimmt etwas über diese Grenzen, die inneren gewachsenen Grenzen hinaus. Es kommt, das alles hat seinen Hintergrund in dieser
unheimlichen Tatsache, dass die Sinnlichkeit, dies nach außen gestreckte Lustbedürfen, das ganz Natürliche, dass das die Mutter ist von Hass und Roheit und Gewaltsamkeit. Nur im Karma-Bereich gibt es auch Hass und Gewaltsamkeit, wie der Erwachte immer wieder zeigt und erklärt. Die 13. und die 14. Lehrrede zeigen es in einem haarsträubenden Maße, den Zusammenhang. Leidenshäufung, Neumann sagt Leidensverkettung, wo der Erwachte erst vom Begehren spricht, was alles das Begehren an Leiden schon mit sich bringt, und dann sagt, vom Begehren getrieben, was dann alles an Hassensformen, an Wildheitsformen und so weiter, an Elend, das die Wesen sich gegenseitig bereiten und so weiter kommt. Weil das so ist, darum muss im Sinnlichkeitsbereich, muss solche Ordnung sein. Muss man erstens wissen, die Sinne, die Sinnlichkeit muss überwunden werden, denn durch die Sinnlichkeit bin ich gefährdet. Wir kennen die vier Gefahren, die der Erwachte nennt, im Ozean der Sinnlichkeit. Die Gefahr des Strudels ist überhaupt durch die fünf Sinne in immer mehr hemmungslose Begehrlichkeit geraten, abwärts gezogen. Die Gefahr des Haies ist die Erotik im Besonderen. Die Gefahr des Krokodils ist die Gefräßigkeit und Geschmäckigkeit im Besonderen. Und die Gefahr der Woge, Wut, Zorn und alles dieses, wo man Jähzorn, also die Woge, man kann es sich richtig vorstellen, wo man hochfährt und in die Rechte und in die Empfindungen des anderen einbricht. Und wir haben ja darüber hinaus noch einen ganz anderen Anblick möglich. Wir brauchen nicht nur zu denken, die Sinnlichkeit ist eine Gefahr, weil sie das mit sich bringt, sondern wir wissen ja auch, es gibt etwas unnennbar Größeres. Und für den, der es erlangt hat, erfahrbar Größeres, Schöneres, Herrlicheres als die Sinnlichkeit. Die Bilder, die der Erwachte gibt von dem Aussatzkranken, ununterbrochenes Jucken überall und darum ununterbrochen kratzen müssen. Und wenn er nicht kratzen kann, dann fährt er aus der Haut sozusagen, dann kann alles Wilde geschehen und so weiter. Das ist Sinnlichkeit. Und dagegen der Genesene, der vom Aussatz Genesene, diesen Status gibt es, das ist Samadhi. Samadhi heißt nicht nur für sich irgendwo sitzen im Dunkeln und sich vergessen oder so, sondern man kann auch in der Welt, in der Arbeit in der Welt, kann man im Samadhi sein. Wenn man Samadhi gewonnen hat, dann ist das alles, da reicht nichts mehr. Und das ist ja nicht nur, wie wir immer so unbewusst mit einkalkulieren, für diese 60 Jahre, für dieses Leben, wenn wir Samadhi gewonnen haben. Oder wenn wir eine graduelle Befreiung von der Triebhaftigkeit gewonnen haben, das ist ja für immer. Und immer ist nicht, wenn tot ist, hört nicht immer auf. Immer ist immer. Wer die Lehre begriffen hat, der kann sagen, jeden Grad, den ich an Besserung gewonnen habe, ist für ewig. Ich werde nur noch einen Grad besser gewinnen, dann ist der für ewig. Was heißt denn ein Grad besser? Praktisch, wirklich gibt es gar kein das mit Gut und Böse. Das Nibbana, das ist gerade eben das Richtige. Das ist die absolute Norm. Wir befinden uns alle unter der Norm. Wir sind alle nur im Üblen. Und der Schritt, den wir am Berg auf hinaufklettern, die etwas Übles, das wir gelassen haben, das werden wir, die wir die Lehre kennen, doch nicht wieder mal annehmen an uns. Das ist für ewig abgetan. Und dann bei der nächsten Übung noch einmal was abtun. Darum sagt der Erwachte, was ich vor einigen Tagen vorgelesen habe, wer vom Töten absteht und diese fünf Regeln, die da genannt sind, ich glaube, das Blatt ist doch hier wieder bei, der gewährt unendlich vielen Wesen. Gewährt er Befreiung von Angst, von Mord und von Schmerzen und so weiter. Weil eben das, was wir jetzt abgetan haben, das ist für alle zukünftigen Leben ab.
Und nur geht noch mehr ab im Laufe der Zeit unter dem Einfluss der Lehre. Also wenn wir jetzt vom Töten absteht, steht im nächsten Leben auch und so weiter bis zum Nibbanam. Und wenn er das Nibbanam hat, dann steht er auf ewig unter Garantie vom Töten ab. Also das gilt für immer. Es gibt alles, was wir in der Welt erwerben, ist für einige Zeit erworben und wieder verloren. Aber alles, was wir unter der wirklichen Kenntnis der Lehre an Üblem abtun, ist für ewig abgetan. Ein ganz anderer Maßstab. Religion und Sitte. Theorie und Praxis. Weisheit und Tugend. Das klare Wissen um den Weg, um das, was wirklich wohltut und danach sich gewöhnen. Weit sind die Wolken, weit die Erdentale, weit überm Ozean das andere Ufer. Doch weiter noch als diese, wahrlich, sagt man, ist gute Art entfernt von schlechtem Wesen. Wir sagen die Sila, töten, nicht töten, stehlen, nicht stehlen. Aber das sind einige konkrete Namen. Wer an sich arbeitet, wer sich in Zucht nimmt, wer sein Herz in der Gewalt hat seiner besseren Einsichten und nun an sich arbeitet und ändert, der merkt, was für ein Weg zurückzulegen ist. Er kann dabei aber gar nicht verzweifeln, denn er merkt bei jedem Schritt, was gewonnen ist. Das ist das Lohn. Ich habe das früher mal verglichen damit, dass man in einer Stunde einen Taler verdienen kann, oder heutzutage 30, 40 Mark, die man aber, wenn man sie ausgegeben hat, nicht mehr hat. Während wenn man an seiner sittlichen Zucht arbeitet, dann kommt man durch solche Übungen, kommt man in einer Stunde höchstens auf einen Pfenniggewinn. Aber das ist eine Erhöhung des Seins, des Zustandes. Von da an wird man für alle Ewigkeit alles, was man handelt, hat diese etwas bessere Qualität und hat diese etwas bessere Ernte. Das ist ein Pfennig, also der immer wiederkehrt. Den gibt man mit jeder Tat aus, weil die Qualität jetzt eine entsprechend verbesserte ist. Und so kommt es zurück. Die Tugendübung geht viel langsamer als einen Beruf ausüben und da irgendwie handwerklich oder sonst wie etwas schaffen. Aber die Tugendübung hält für ganz andere Zeiten. Auch für den, der nicht die Sotapatti gewonnen hat oder auf dem Wege ist, sie zu gewinnen, sodass es gar keinen Rückfall mehr gibt. Auch für den Menschen, der irgendeiner anderen Religion angehört. Angeeignete Charaktereigenschaften, die so schwerer noch, als sie sich aneignen, sind sie nachher zu verlieren. Es dauert längere Zeit, bis wird er sie bewahren. Der Erwachte spricht von aufsteigenden Menschen und von absteigenden Menschen. Damit meint er nicht nur das eine Leben, sondern er sagt, so wie man von einem Schemel aufsteigt auf einen Stuhl und von dem aufsteigt auf den Tisch und von da aus auf den Rücken des Pferdes und dann auf den Rücken des Elefanten und von da aus aufs Dach. So sind manche Wesen in der Aufwärtsentwicklung von Leben zu Leben, von Geburt zu Geburt. Sie haben irgendwann in ihrer Anschauung erst stark aufgenommen, dass es sich lohnt, gut zu sein, besser zu werden, und haben dann ihr ganzes Vinyana, allmählich natürlich nur, aber ihre gesamte Denkgewöhnung und Denkrichtung, Bewertungsrichtung, haben sie und ihre Tatrichtung, alles ist nach Aufwärtsstreben gerichtet. Und selbst wenn sie nachher in einer Welt geboren würden oder wieder in diese Welt kämen, wo die moralischen Maßstäbe gar nicht gelten, da können sie doch nicht anders als gut sein und besser werden. Die Umgebung macht viel an einem Menschen, die reißt viel, aber eine in den Boden eingepflanzte Säule
da muss sehr, sehr viel Sturmflut kommen und sehr viel sonstiges Erdbeben kommen und so weiter, bis die umkippt. Es kommt sehr darauf an, wie sehr das in uns verwurzelt ist. Es dauert lange, ehe ein Wesen, das sich durch die Geburten in einer allmählichen Abwärtsentwicklung befindet, es dauert sehr lange, bis ein solches Wesen, wenn es eine Religion gefasst hat, dann diesen Umschwung kriegt, nicht mehr weiter abwärts entwickeln und dann sich anhalten und dann aufwärts entwickeln. Bis dahin werden oft Tränen der Verzweiflung vergossen, wenn er in der Abwärtsentwicklung ist. Das haben wir alles gar nicht so sehr auf Rechnung, was da noch, was uns bewegt. Wir fassen uns als einen Status auf, aber es ist eine Dynamik, nicht nur die, von der wir bisher gesprochen haben, dass man immer denken, reden und handeln muss. Nein, auch die Grundentwicklung. Grundentwicklung darf nicht zu tief und nicht zu lang genommen werden, aber der Schwung, in dem man sich befindet, der spielt mit eine Rolle. Ebenso wie ich eben die Aufwärtsentwicklung nenne, der Erwachte auch die Abwärtsentwicklung. Ich sehe oft, ich bin ja nun mittlerweile alt geworden. Ich habe und durch, bin schon lange unter dem Einfluss und unter dem Eindruck der Lehre und habe da viel gelesen und gelernt und gesehen. Und dadurch blicke ich allmählich mit etwas anderen Augen so auf die Menschen und die in meiner Nachbarschaft und was alles so ist. Ich sehe da heute noch Menschen, die also leben wie vor 300 Jahren in einer solchen natürlichen Lebensanmut, Lebensvornehmheit, nicht was wir vornehm nennen, Harmlosigkeit, so möchte ich sagen, in einer guten, feinen Harmlosigkeit. Sie wissen es gar nicht. Sie lesen auch die Zeitung, sie sehen auch im Rundfunk diese Apparate, sehen sie und hören sie allerlei Dinge oder so, die, wie es heute angeboten wird. Aber das geht an ihnen vorüber. Sie haben die schnell vergessen. Sie gucken harmlos hin oder hören und so, haben sie aber vergessen. Und ihre Ordnung bleibt und in ihrer Familie ist die Harmonie. Auch da mögen hier und da Spannungen sein, aber die werden ganz anders ausgetragen. Das gibt es. Und es gibt solche, die gehen ganz mit der modernsten Strömung, mit dem Schlimmsten immer gleich mit. Einen Schwung direkt und neugierig, wo etwas dergleichen ist und da wieder mit. Darin zeigt sich gewisses inneres Wachstum, innere Art, mitgegebener, nicht von selber mitgegeben, nicht von einem Gott mitgegeben, Schwung, also die Entwicklungsrichtung. Darum sollte uns nicht zu sehr anfechten, wenn manchen die Umbiegung schwerer fällt oder Umbiegung oder nicht, wenn der Erwerb mancher Eigenschaften schwerer zu fallen scheint und mancher leichter oder so. Man kann eine Regel für das Betragen gegen andere sehr wohl einsehen, ja, sie selbst auffinden und treffend ausdrücken und wird dennoch im wirklichen Leben gleich darauf gegen sie verstoßen. Jedoch soll man sich dadurch nicht entmutigen lassen und denken, es sei unmöglich, im Leben sein Benehmen nach abstrakten Regeln und Maximen zu leiten. Und daher sei es am besten, sich eben nur gehen zu lassen. Sondern es ist damit wie mit allen theoretischen Vorschriften und Anweisungen für das Praktische. Die Regel verstehen ist das Erste, sie ausüben lernen ist das Zweite. Jenes, das Erste, wird durch Vernunft auf einmal, dieses durch Übung allmählich gewonnen. Es ist das, was wir mit anderen Worten ja öfter besprochen haben, die Anschauung kann schnell kommen. Aber bis das Herz, bis die Gewöhnung der Anschauung folgt, das dauert länger. Aber hier ist es etwas nüchtern, das ist ein Wort von Schopenhauer. Er sagt, einsehen und gut erklären, treffend erklären, Regeln des Betragens oder so. Da haben wir ja durch den Erwachten ganz, ganz andere Hilfe. Nicht einfach irgendwelche Regeln des Betragens treffend erklärt, sondern durch die gesamte Seinssicht, da sehen wir in
Oberfläche, mittlere Tiefe und bis zum Grunde. So tief wir auch blicken, wir werden immer nur noch mehr bestätigt und begründet darin, wie gut es ist, gut zu werden und frei zu werden. Jeder, der durch die Lehre etwas Willen bekommen hat, zum Guten mehr zu tun, der sollte auch bedenken, dass er es bekommen hat durch die Lehre. Die hat den Anstoß gegeben. Und darum die öfter betrachten, diese Maßstäbe wieder öfter sich vor Augen führen. Es gibt einen sehr großen Fehler, gerade bei westlichen Menschen. Sie haben durch irgendein Gespräch, durch irgendwelche Belehrung und gründliche Einsicht gewonnen, wie wichtig es sei, das und das zu tun. Dann beißen sie auf die Zähne, fassen den Entschluss von jetzt ab tue ich so und vergessen allmählich den Grund, warum sie es so wollten. Sie haben jetzt nur noch den Entschluss, den eisernen Willen, ich will von jetzt ab so sein. Aber ja, die Einsichten haben den Willen gebracht. Die Einsichten nur können den Willen weiter ernähren. Die Einsichten nur können den ganzen Schwung umbewegen. Dass man nur wenn man immer wieder sieht, warum das gut ist, wieso das hilft. Der Wille selber war nur Produkt der Tiefe der Einsicht. Ist die Einsicht weg, kann kein Wille mehr sein. Dann ist noch die Erinnerung an den Willen. Und dann hält man sich für einen Versager. In Wirklichkeit hat man einen Zusammenhang nicht gekannt. Einen gesetzlichen Zusammenhang. Der Erwachte sagt immer wieder, betrachten und betrachten die Zusammenhänge. Daraus geht ganz von selber der Wille hervor. Der Wille ist immer nur, wie ich hier mal angezeigt habe, ist abhängig von dem Gewicht auf den Balken. Und die Gewichte sind die Einsichten. Und auf der anderen Seite die Triebe. Und darum, wenn man sich öfter, weshalb wir ja auch hier zusammenkommen, dass man sich mal wieder bis zum Grunde vor Augen führt, was lohnt sich für mich und was ist schädlich für mich. Es ist ja wirklich eine ganz rationale Frage, was ist für mich lohnend. Und wir sehen, was man immer tiefer, immer weiter sehen kann, was lohnend ist, dass aber unser Gemüt so schnell nicht bis ganz da mitgeht. Unsere Einsicht macht mitgehen, sodass wir sehen, ja, das lohnt sich. Zuletzt lohnt sich nur das Nibbana. Aber wo wir noch nicht dahin uns geneigt fühlen, mögen wir das bei uns offen zugeben. Ja, das, ich sehe, das geht alles kaputt. Alles, was bedingt entstanden ist, geschaffen, geschöpft ist, muss wieder, hat seine Dauer und muss wieder zergehen. Und das Nibbana, da ist eine ganz andere Sache. Das höchste Wohl, oder das Abnehmen des Leiden und damit das höchste Wohl, und weil es durch nichts bedingt ist, hält es immer. Aber der Zug dahin, ist dahin geneigt, dahin gesenkt, dahin gebeugt, vom Gemüte angezogen, adhi mutto. Das ist eine andere Frage. Aber wir kennen ja die Zwischenetappen, die verschiedenen Zwischenstufen, die ich heute Mittag mal genannt habe. Und da sind solche Stufen bei, wo wir schon mehr oder weniger starke Gemütsneigung zu haben. Und vielleicht sogar Zwischenstufen, wo wir schon mit dem Gemüt drüber hinaus sind, wo wir sagen, ja, ich werde wohl nach diesem Leben entweder wieder Mensch werden oder vielleicht sogar in etwas übermenschliche Welt gelangen. Und da wird es erheblich schöner und leichter sein. Aber wenn ich doch das und das erreichte, wenn ich doch zu der Himmelswelt käme, wo die Tushita-Wesen sind, die in sich Zufriedenen, in sich Seligen, das ist noch längst nicht Samadhi, brahmische Welt. So mögen wir mit dem Gemüte empfinden, dann ist das der Zug, den wir haben. Dem kann man folgen. Und indem man weiterhin sich vor Augen führt aus der Lehre, was gar nicht zerstört werden kann.
und was noch Größeres wohlbringt, auch wenn es noch nicht empfunden wird, indem man das auch immer wieder betrachtet, wächst auch das Gemüt noch dahin. Und so haben wir drei Dinge. Ganz vorne steht unsere Einsicht im Geiste, was wir richtig erkennen, was gut ist. Ganz hinten stehen unsere Triebe, unser Herz, wie es noch so ist. Aber dazwischen steht unser Gemüt, die Neigung schon nach etwas Höherem. Diese drei Dinge im Laufe der Zeit zusammenbringen, nicht auf Kosten des jetzigen Triebstandes, zugunsten des jetzigen Triebstandes, nicht wahr, sondern zugunsten der Einsicht. Das ist hier in diesem Wort des, eines Schülers von Inder, von Gandhi, Vinoba Bhave, der sagt, Erkenntnis und Tat mögen noch nicht übereinstimmen, aber sie sollten niemals miteinander in Konflikt geraten. Und die Lücke muss beharrlich verringert und geschlossen werden zwischen Erkenntnis und Tat. Tat bedeutet ja, auf die Dauer bedeutet Tat die Beschaffenheit unseres Herzens. Auf die Dauer können wir nicht anders handeln, als die Beschaffenheit unseres Herzens ist. Ein Chinese sagt, ich habe schon öfter zitiert, man kann nicht 14 Tage auf den Zehen gehen. Man kann nicht 14 Tage lang sich besser zeigen, als man ist. Auf die Dauer handelt man, wie man ist. Und darum geht es darum, sein Sein zu verbessern. In Trieben. Und dann hat man es bequem. Dann handelt es so. Und Erkenntnis zu gewinnen, man kann sich doch geradezu gemütlich hinsetzen und eine Lehrrede lesen und in Ruhe mal so bedenken, ja wirklich, das ist ja viel schöner. Ja, so, das ist doch was anderes, als wenn man das Gegenteil, starke sinnliche Dinge oder Rache, Wut und dergleichen darin brütet und brät, was der Mensch häufig erwägt und betrachtet, dahin geneigt wird das Herz. Mit dem leisesten Tun und auch dem einfachsten Tun, im Sitzen irgendwo nachdenken, davon wird die Welt. Was da gedacht ist, ist bald irgendwie da. Es wird vom Denken wird es Spannung, Zug, Kraft. Und von daher wird es Wille. Von daher wird es Tat. Von daher wird es Erscheinen, Gewahrung. Vom Geiste gehen die Dinge aus. Mano Maya sind alle Dinge. Und das Gemüt ist nichts anderes als ein Komplex von Gedanken, was man öfter so gedacht hat. Was ein Mensch sich nicht von anderen angetan wünscht, das füge er auch nicht anderen zu, da er an sich selbst erfahren hat, was unangenehm ist. Das ist so ein Maßstab, den haben wir so bei uns, wie unsere Gedanken, so wie wir uns still irgendwo hinsetzen und in Ruhe Gutes nachdenken können. So können wir auch an uns selber immer sofort wissen, was den anderen wohl unangenehm und angenehm ist. Nicht feine individuelle Unterschiede, das nicht, aber das menschlich Allgemeine, das, was allen in der Regel unangenehm und angenehm ist. Sich selbst zum Gleichnis nehmen. Wenn das allein gewonnen ist, man kann sagen, das kann schon einige Jahre dauern, dass man, wo man mit jemandem zu tun hat, rasch nochmal eben an sich selber denkt. Ja, was, wie wäre mir das denn, was ich da jetzt will oder so. Diese Übung, das ist ein Blitz von Metta. Der Erwachte sagt, wer einmal am Tage eine Metta-Übung macht, der lebt nicht vergeblich.
Also der hat nicht seinen Leib vergeblich abgetragen, sondern der ist an der Felswand auch etwas höher gekommen. Und indem ich, wenn ich mit anderen zu tun habe, da bedenke, ja, was möchte ich denn? Das ist noch kein reines Meta, aber das ist ein Weg dahin. Da ist der andere nicht mehr ganz Ausbeutungsobjekt. Es ist eine kleine, fast wie eine Belästigung, wird es von einem gewöhnlichen, heutigen modernen Menschen empfunden, wenn man dann noch denkt, so, was möchte ich denn gern? Es ist eine Störung in dem unmittelbaren Haben-Wollen, in dem unmittelbaren Benutzen des anderen. Aber das ist der Anfang dieser positiven Entwicklung. Sie hemmt einen in rücksichtslosen Wünschen. Wir sehen wieder die Sinnlichkeit, die Wünsche nach außen, machen leicht, geneigt, uferlos, in das Üblere zunehmen zu lassen. Und darum müssen wir immer Rückhalte schaffen. Solange wir nach außen leben, von außen leben, solange brauchen wir diese innere Hemmung. Nicht einfach Hemmung im üblen Sinne, sondern richtig sich selbst zurücknehmen, zurückhaltend sein, überlegen. Immer überlegen, wie ist es mit dem anderen. Das ist hier notwendig. Wir sind Schwimmende, wie der Erwachte es in den mehreren Gleichnissen zeigt. Wir sind nicht auf festem Land, wo man einfach sich gehen lassen kann. Das ist Absamadhi, ist es anders. Aber in der Sinnlichkeit ist man, wo man immer strampeln muss und wo die vier Gefahren sind, die ich genannt habe. Und wo immer was getan werden muss, um zu genießen, um das zu bekommen. Weil wir mit den fünf Sinnen brauchen, die sechs Tiere, die herumrasen. Und weil wir so brauchen, uns immer anstrengen müssen, Hunger haben, ein Vakuum dient, darum die Gefahr der Rücksichtslosigkeit. Von der Umwelt brauchen wir und zur Umwelt gehören die Menschen. Und dann sind sie Ausbeutungsobjekt. Nicht bewusst, aber es ist einfach so. Nur derjenige Mensch hat den rechten Vorteil im Auge, der auch den Vorteil aller anderen mitbedenkt. Also seinen rechten Vorteil, nur dann. Das ist Klugheit. Heutzutage heißt es ja, Klugheit ist Gutheit, ist Dummheit. Aber Gutheit, also das Wort Gutheit ist Dummheit, das ist aus Dummheit entstanden. Aus Blindheit. Wer gut ist in dem Gedanken, ich bin eigentlich dumm, ich versäume ja hier meinen Vorteil, aber ich bin gut, der wird nicht mehr lange gut sein. Es muss darüber noch was stehen. Man muss wissen, was Gutsein bedeutet. Dass es nichts Besseres für einen selber gibt. Aus Weisheit ist man gut. Was wir von anderen auszustehen haben, das empfinden wir schnell und rechnen es schwer an. Stehen haben, das empfinden wir schnell und rechnen es schwer an. Aber was andere von uns auszustehen haben, das fassen wir nicht zu Herzen. Und darum ist man fast immer irgendwie etwas gekränkt, etwas beleidigt, etwas zurückhaltend gegenüber dem und so weiter. Und der ist es auch. Jeder. Warum? Weil ein Ort ist, wo gefühlt wird. Was wir von anderen auszustehen haben, das empfinden wir schnell und rechnen es schwer an, weil wir da fühlen. Was aber der andere von uns auszustehen hat oder die anderen haben, das fassen wir nicht zu Herzen. Können wir nicht zu Herzen fassen, weil da kein Fühlen ist. Darum gilt es zu denken. Darum muss ein zusätzliches geleistet werden. Aber auch das kann Gewöhnung werden. An den anderen denken.
und daran denken, dass er so fühlt wie ich. Sich an seinen Platz denken. Und wenn das richtig immer weiter betrieben wird, was ich schon mal sagte, dann ist nachher auch gar nicht mehr der andere. Dass wir an unserer niederen Gesinnung kranken, das sollten wir uns mit unserer besseren Gesinnung schämen, um edlere Früchte zu tragen. Wir haben ja, jeder Mensch hat bessere, mittlere, geringere Eigenschaften, Gesinnungen, Neigungen, Empfindungen. Und mit seinen besseren Kräften sich gegen die übleren stellen. Das heißt ja, mit seinen besten Gemütsmöglichkeiten, nicht nur mit nüchternen geistigen Einsichten, sondern auch empfindungsmäßig, öfter sich aufschwingen zu seinen besten Empfindungen. Je mehr das erfahren wird von einem und damit in das Gedächtnis eingeschrieben wird, umso mehr empfindet er dann und erinnert ihn dann das Gedächtnis, wenn er wieder in den geringeren Zuständen ist. Sechs Vorzüge soll ein Mann nie und nimmer aufgeben. Wahrhaftigkeit. Was auch komme, wie peinlich es auch sei, nicht lügen. Gerade stehen und stehen bleiben. Freigebigkeit. Nicht festhalten. Unverdrossenheit. Das ist eine gewisse Standhaftigkeit des Gemütes, unverdrossen, nicht schnell verdrossen werden, wenn etwas Widerwärtiges kommt und auch nicht, wenn etwas sehr viel mehr Anstrengung kostet. Standhaftigkeit, Unverdrossenheit, Freundlichkeit. Wenn ich das Wort lese, dann denke ich hauptsächlich an den Osten. Wo ich in Burma war, in Ceylon war, da habe ich das mir, also ich bin ja öfter da und noch längere Zeit da gewesen. Das ist die Haupterinnerung, die man da sieht. Was auch passiert, sie haben eher, sagen sie, einen Scherz, einen etwas vielleicht oberflächlichen Scherz über irgendeinen Schmerz, den sie bekommen haben oder eine Enttäuschung oder so, eher als dass sie Verdrossenheit zeigen, ehe sie ihre Heiterkeit preisgeben, Missmut zeigen oder gar solches Wort sagen. Das kommt da auch vor, wie es hier vorkommt. Aber längst nicht in dem Maße. Das Hellere überwiegt, das ist ganz auffallend. Warum? Weil da die Religion noch kräftiger ist. Und weil die Religion schon so lange da war, ist auch die Sitte schon so, die Gewöhnung da. Die Kinder nehmen es mit der Muttermilch auf, diese Art. Die erleben gar keine andere Erfahrung. Unverdrossenheit, Freundlichkeit, Nachsicht und Zufriedenheit. Sechs Vorzüge: Wahrhaftigkeit, Freigebigkeit, Unverdrossenheit, Freundlichkeit, Nachsicht und Zufriedenheit. Das ist aus dem Mahabharata, das ist eine, wissen wir aus dem alten Indien, eine Sammlung halb religiös, halb Epos, wo sehr, sehr viel deutsche Weisenaussprüche sind. Was heißt Weise? Also erfahren aus der alten Menschheitsgeschichte, gesammelte Erfahrungen kommen da zusammen. Blicke freundlich auf den Bösen wie auf den Guten. Das ist die Einleitung zum ganzen Jataka-Buch, also der Leitvers, das Motto sozusagen zu diesem
ich glaube, 500 Jahre Erzählungen sind es, die da gesammelt sind, Geburtsgeschichten. Hauptsächlich handeln sie von dem Buddha oder den Buddhas, was sie im früheren Leben waren, als Tiere, als Menschen, als Götter und so weiter, wie sie gelebt und gehandelt haben. Und darüber steht als Motto, blicke freundlich auf den Bösen wie auf den Guten. Man kann heute in der Gegenwart, kann man hier im Westen beobachten, ich sehe es jedenfalls ganz, ganz häufig. Man meint geradezu, man sei es seiner Vernunft, seiner Beobachtungsfähigkeit, sei man es schuldig, sofort einen Missmut zu zeigen, wenn man da etwas sieht, was sich nicht gehört, nach der eigenen Meinung sich nicht gehört. Wenn da einer irgendwie sich so verhält, wie es mir nicht passt, dann meine ich, also ich persönlich nicht so sehr, aber dann meint der Betreffende, der das sieht, meint dann, er sei verpflichtet jetzt, sonst gelte er als dumm, dass er das nicht gemerkt hätte. Er muss zeigen, dass er das gemerkt hat. Und da ist das vorwurfsvolle Gesicht da, kleine Abwendung, und dann wieder gelassen spricht man dann wieder mit dem Betreffenden, wenn es sein muss. Und hier, blicke freundlich auf den Bösen wie auf den Guten. Nicht einfach ein Wort, die ganzen Jataka-Bücher, die ganzen Jataka-Geschichten handeln davon. Und von vielen anderen guten Dingen. Öfter immer wird gegenübergestellt, wie der Gute handelt und wie der andere handelt. Wer auf den Guten freundlich blickt, und das heißt ja, wer auf den, der ihm gut tut, freundlich blickt, der nach seinem Maßstab gut ist, wer auf den freundlich blickt und auf den, der nach seinem Maßstab nicht gut ist, unfreundlich blickt, der ist ja überhaupt kein eigener Mensch. Der ist ja doch nur Licht und Schatten, sozusagen. Reaktion. Da kommt das an und ping, kommt von ihm so. Und da kommt was anderes an und kommt es so. Der ist ja gar kein Täter. Verstehen Sie? Das ist einfach blindes Geschiebe. Da erst fängt bewusstes Leben und Wollen an, wo man durchhält, wo man selber eine Haltung, die man aus Einsicht übernommen hat, durchhält. Da ist Veränderung, da ist Wachstum, sonst nicht. Gleich wie Feuer nicht Feuer löscht, so kann Böses nicht Böses ersticken. Nur das Gute, wenn es auf das Böse stößt und von diesem nicht angesteckt wird, besiegt das Böse. Das geht ja durch die gesamte Lehre des Erwachten. Es wird ja Feindschaft nimmer mehr durch Feindschaft wieder ausgesöhnt. Das gehört mit zu den geistigen Gesetzen. Wenn wir es besser haben wollen, wenn wir mit einem Feind in Ordnung kommen wollen, dann müssen wir anfangen. Das ist gleich bei den heutigen Maßstäben gilt das als demütig, als Kriecherei oder als Bekenntnis der Schwäche sozusagen, des Schwächeren. Nachgeben hat einen schlechten Klang. Es geht gar nicht um Nachgeben, es geht, ich möchte in einer hellen Welt leben. Ich möchte innerlich hell sein und äußerlich soll es hell sein, also mache ich Helligkeit. Wer diese Haltung gewinnt, wer das einsieht und so durchhält, der weiß nichts von Nachgeben. Der setzt überall, wo er kann, das Gute hin. Ich kenne keinen, der überall das Gute hinsetzen kann. Aber die Tendenz, das Anstreben, dann wird es graduell. Dann quittiert man Böses nicht ganz so böse, wie es angekommen ist. Und Gutes quittiert man etwas besser, als es angekommen ist. So graduell immer mehr. Vom Bösen bis zum Guten, wie wir an der ersten Verse hörten, ist weiter als von diesem Ufer des Ozeans wie bis zum anderen. Es ist ein weiter Weg. Es ist von Millionen kleinen einzelnen Taten nur wird der Weg zurückgelegt. Aber wir tun ja diese Millionen Taten. In jeder Tat kann eine kleine Qualität besser liegen.
einen Grad besser, als es von selber gehen würde. Das, was wir mehr tun, als es von selber gehen würde, das ist der Gewinn. Man kann die Entwicklung und die Selbsterziehung kann man so lernen, kann man so in die Hand bekommen, dass man viel weniger zurückfällt und strauchelt und harte Ecken stößt und in Verzweiflung gerät und sich überanstrengt und so weiter und kann dabei viel besser vorwärts kommen, wenn man diese vielen Ratschläge so bedenkt und im Leben so beobachtet. Und vor allen Dingen bei sich selber, was einem geholfen hat und was einem geschadet hat und so weiter. Die Lebenskraft schlüpft aus den Rattenlöchern des Körpers. Zeugungsorgan, Mund und Denkorgan. Die Lebenskraft läuft durch faule Gedanken, durch Geschwätz, Kritik, skandalöse Berichte aus dem Mund heraus. Also diese Aufregung und Gemütsbeteiligung, die hingerissen sein, ja, ist das und so weiter geschehen. Alles solche Dinge, aber sie war ja auch noch mehr genannt. Die Menschen verstehen nicht den Wert der Lebenskraft. Sie vergeuden sie wie nichts. Im Alter aber bereuen sie es und weinen ihr nach. Im Winter ist es zu spät, Honig zu sammeln. Das Wort hat einen viel, viel tieferen Sinn, als wir meistens ahnen. Das ist wieder von der Kenntnis der geistigen Gesetze. Der Erwachte sagt, wer diese Rattenlöcher schließt, die hier genannt sind, das heißt also, wer Samadhi gewinnt, wer auf die äußere Sinnenwelt nicht mehr angewiesen ist, wer davon frei ist, der kann, sagt der Erwachte, wenn er will, kann er bis zum Ende dieses Weltzeitalters mit diesem Körper leben. Daran sieht man, wie wir durch die Sinnlichkeit unsere Lebenskraft verzehren. Die Lebenskraft ist mitgegeben. Wir wissen ja, dass auch der Erwachte gesagt hat, er könnte, wenn er wollte, bis zum Ende des Weltzeitalters leben. Und er sagt, er nennt bestimmte Wege. Wer die geht, und das ist immer der Weg zum Samadhi, der kann, wenn er will, bis zum Ende dieses Weltzeitalters leben. Es ist zwar so, dass die es nicht wollen, denn denen ist der Körper nur Belästigung. Sie leben ja schon gar nicht mehr durch den Körper. Den Körper braucht nur, wer nach außen, wer gerade wieder sinnlich ist, wer sehen, hören, riechen, schmecken muss, um zu genießen. Wer ein vollkommenes Wohl in sich hat, braucht das nicht. Der benutzt den Körper eben nur noch so für seine Pflichten oder so, oder sorgt, dass er ihn bald verliert. Betrachten das Leben als eine Geschwulst. Nicht das Leben, sondern dieses Leibesleben. Das ist für sie der Tod. Und zum Leben kommen sie, wenn sie dieses Gewächs verlieren. Wichtung. Diesen Klotz am Bein. Diese Warte gibt es. Diesen Standpunkt gibt es, dass man den Körper als einen Klotz am Bein auffasst. Solche Freiheitsgrade. Die meisten von Ihnen kennen ja die Lehrrede, wo der Erwachte berichtet, dass die Menschen früher, also in der Lehrrede vor Anfang, wo die Menschen waren, über 80.000 Jahre alt wurden. Ja, es wird sogar in einigen Stellen berichtet, dass man 84 oder 80.000 Jahre in der Jugendzeit war. 80.000 Jahre als Kronprinz dann lebte, 80.000 Jahre als König, also wenn der Vater gestorben war, und die letzten 80.000 Jahre als Einsiedler im Walde lebte. Also das ist eine schöne Lebensdauer. Ja, aber worum es geht, da wird berichtet, weil da eine große Anzahl von Untugenden, die inzwischen üblich geworden sind, die an der Lebenskraft zehren, die den Menschen ganz anders hinreißen, weil die damals noch nicht waren. Und da wird der Weg gezeigt, wie mit zunehmender Untugend und zunehmender Bedürftigkeit die Lebenskraft abnahm, bis zu unserem Status.
Und der Buddha sagt, es nimmt noch weiter ab, bis die Menschen nur noch 10 Jahre alt werden. Dann kommt eine große Umwendung. Dann kommt vom Unterbewusstsein her, was bisher alles gesammelt, aufgesammelt und verdrängt worden war, was machen wir nur alles, was, wie übel ist es geworden, was, das ist doch kein Leben. Das wird aber immer geschluckt und verdrängt ins Unterbewusstsein und nach außen wird gewurstelt, wie die Umwelt und reagiert und so weiter. Und dann schlägt es um. Dann kommt plötzlich all das langsam wieder heraus. Wie sind wir irgendwie, also umgekehrt als die Entwicklung vorher. Das kann man ja da nachlesen. Und mit abnehmender Untugend, mit zunehmender Tugend, die dann im Laufe der Generationen eintritt, nimmt auch die Lebenskraft wieder zu und leben die Wesen wieder dementsprechend länger. Heute ist es so, es kann ein Mensch so tugendhaft werden, wie er will. Er wird deswegen nicht viel länger leben. Etwas ja, aber nicht viel länger leben. Das ist generationsweise nicht das so feste. Aber das sagt die Menschen, die Nachkommen einer der Generation, die so und so gelebt hat, werden, also moralisch so und so gelebt hat, werden im Durchschnitt nur noch die und dies Lebensalter haben. Auch der Buddha hat ja sein Lebensalter von etwa 80 Jahren gehabt, ist in der Zeit auch richtig alt geworden. Ananda stellt das fest, wie der Buddha um 80 herum war, wie er jetzt ganz anders aussähe als früher und so weiter. Aber wer den Samadhi-Grad gewonnen hat, das ist eine Zäsur in der Gesamtentwicklung, wer sinnlich geblieben ist und nur an Tugend zugenommen hat, dessen Lebenskraft wird nicht dadurch, also wird etwas, die Lebenskraft bleibt ja, wie sie ist, aber sie wird etwas weniger verzehrt. Er brennt sein Licht nicht an beiden Enden. Und so wird immer gesagt, dass Menschen, die ordentlich, geordnet leben und sanfte Lebensweise im Ganzen haben, dass die viel älter werden als solche, die wild leben. Die mitgegebene Lebenskraft, nicht Lebensdauer ist mitgegeben, Lebenskraft, die wird schneller verzehrt oder weniger schnell. Aber erst im Samadhi-Zustand wird sie gar nicht mehr verzehrt. Und Samadhi, damit ist jetzt nicht gemeint, dass man immer in weltloser Entrückung ist, sondern gar nicht gerissen durch die Sinneseindrücke. In sich heil, das ist mir wie Schatten. Gar keine Anliegen an das, was von außen kommt. Und doch wird es ganz klar, klarer als durch uns wahrgenommen. Und wer da kommt und hat Anliegen, der wird voll aufgenommen, weil keine Bedürfnisse für ihn selber da sind. Die 6 Außengebiete werden ja in einem Gleichnis als Plünderer verglichen, die das Dorf ausplündern. Und das Dorf ist das Innen, ist der Mensch. Durch die 6 Außengebiete lässt er sich plündern, seine Kraft, seine ganzen Kräfte und Möglichkeiten rauben. Warum? Die Außengebiete sind keine aktiven Plünderer, sondern hier ist das Begehren nach denen. Dadurch zünden die Außengebiete bei mir und dadurch muss ich rasen, um mich zu befriedigen. Der Grasbrand, das Gleichnis des Erwachten. Durch sinnlichen Eindruck wird beim Glüh der Namakaya auf, der Empfindungskomplex sozusagen. Oh, da ist das Herrliche, da ist dieser ekelhafte, was gerade so ist. So ununterbrochen, das sind richtige Stöße ins Herz, diese aufspringenden Empfindungen. Und was man dann alles tut, körperlich, im Reden und so weiter, um das zu erfüllen, um da wieder Befriedigung, Upadana, Tanha, Durst und Befriedigung. Da ist die Hauptstelle für der Lebenskraft. Die Lebenskraft geht nicht durch die Jahre weg. Die wird nicht durch die Jahre verzehrt, kein bisschen durch Zeit, nur durch Taten. Wenn keine Taten mehr sind, keine Bedürfnisse sind, kein Gerissensein, und das ist Samadhi, dann nimmt die Lebenskraft nicht ab. So stark ist das hier von, das ist ein Inder, so ist das Wort, so ist das aufzufassen, was der gesagt hat.
Die Lebenskraft schlüpft aus den Rattenlöchern des Körpers. Zeugungsorgan, Mund und Denkorgan. Die Lebenskraft läuft durch faule Gedanken, durch Geschwätz, Kritik, skandalöse Berichte aus dem Mund heraus. Die Menschen verstehen nicht den Wert der Lebenskraft. Sie vergeuden sie wie nichts. Im Alter aber bereuen sie es und weinen ihr nach. Aber im Winter ist es zu spät, Honig zu sammeln. Ja, hier ist nochmal das Wort, an das ich vorhin erinnerte. Es gibt da, ihr Mönche, 5 Gaben. Große Gaben. Bekannt als die höchsten, bekannt als die ältesten, bekannt als überlieferte, alte, unversehrte, unversehrbare, noch heute, noch nie außer Geltung gewesene Gaben, die nicht untergehen und nie untergehen werden und nie getadelt werden von Asketen, Priestern und Verständigen. Welche 5 Gaben sind das? Da verwirft der edle Jünger das Töten, steht ab vom Töten. Wir müssen ja wissen, was dahinter steht, an Herzenshaltung, an Gemütshaltung, an Töten, bis zu der Fliege, die an der Scheibe herumsaust und nicht raus kann. Er verwirft das Stehlen, bis in die Gesinnung hinein, was einem anderen gehört, sofort, wenn da ein Wunsch dahin käme, sofort abweisen, wieder ganz still wieder bei sich wohnen. Unmöglich, kommt gar nicht in Frage, gehört jemandem, fertig. Steht ab von geschlechtlicher Ausschweifung. Er verwirft das Lügen, steht ab vom Lügen. Er verwirft den Genuss berauschender Getränke. Steht ab vom Genuss berauschender Getränke. Und hier dann die Folgen. Dadurch aber, dass er vom Töten, Stehlen, Ausschweifen, Lügen von berauschenden Getränken absteht, gewährt er unermesslich vielen Wesen Sicherheit vor Schrecken, Feindschaft und Bedrückung. Weil, was einer sich zur Gewohnheit macht, weil das durch viele Leben Gewohnheit bleibt, weil das ganz unermessbar ist, wie weit, wie lange das währt und wie welche Folgen das hat. Erst recht bei dem, der die Lehre kennt, der ja nur noch weiter sich aufwärts entwickelt. Also so gewährt er unermesslich vielen Wesen Sicherheit vor Schrecken, Feindschaft und Bedrückung. Und was wir tun, kommt zurück. Also heißt es darum, indem er aber unermesslich vielen Wesen Sicherheit vor Schrecken, Feindschaft und Bedrückung gewährt, wird ihm unermessliche Sicherheit vor Schrecken, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Es wird uns ja nur zuteil, was von uns ausgegangen ist. Das sind die 5 großen Gaben. Daran sieht man, was unter Sila verstanden wird. Nicht einfach das Äußere tun, sondern dass das Herz so wachse, so werde. Dass man sich selbst überlassen gar nicht anders handelt. Aber im Geiste dann auch noch wissen, was richtig und was falsch ist, wohin das eine führt und das andere. Und wer im Geiste weiß, was das Unzerstörbare ist, dem dient alles nur, dem Unzerstörbaren näher zu kommen. Tugend ist Gesundheit und Schönheit und Wohlgestalt der Seele. Laster aber Krankheit und Hässlichkeit und Schwäche. Laster ist für die meisten oder für viele Menschen in diesem Leben leichter zu leben als Tugend. Laster ist
hemmungslos, wie die Triebe wollen, und das macht auch konturlos im Anschnitz, im Nama-Körper, wenn die innere Zucht nicht ist, die da sagt, bis hierher und nicht weiter, dann verschwimmen die Konturen, dann weicht alles, fällt alles auseinander. Sie können Berichte lesen, ich habe viele, viele Berichte gelesen von Sehern und von Seherinnen, wie sie die Jenseitigen sehen, andere Menschen, die gestorben sind, wie sie da im Jenseits sind, in welcher Form. Der Astralkörper folgt fast unmittelbar der Gemütsart. Und der Erwachte sagt, durch Tugend entsteht alle Schönheit. Und dass die Gottheiten schöner sind, ist dasselbe wie, dass sie tugendhafter sind. Es ist schon im alten, klassischen Altertum, ist schon der Zusammenhang von Ästhetik und Ethik öfter besprochen worden. Was äußerlich schön ist, aber im echten Sinne schön, vornehm, ist immer die Frucht von innerer Schönheit, innerer Vornehmheit. Und das bedeutet Kontur haben, die Grenze wissen, die Grenze innehalten, das Gute hochsinnig pflegen, halten, lieben und bei Versuchung da innehalten. Wenn man Bilder sieht, in Indien kann man viel dergleichen sehen von Gottheiten. Da ist immer dieses, der große Kontrast zwischen dem Anschlitz und der Umgebung. Scharfe Kontur und feine Kontur, also in einer feinen Weise. Alles ist gerade, ich kann das nicht so nennen. Man sieht, dass es Ausdruck ist von innerer Disziplin, von innerer Zucht. Nicht Disziplin um ihrer selbst willen, wie es im alten Preußen galt. So gerade nicht, sondern um edle Art. Und der in allem treu bleiben, seinem Leitbild, guten, schönen Leitbildern, in allem treu bleiben, kann keiner. Aber üben kann man es, zunehmen kann es. Und das ist gar nicht schwer, dass es etwas mehr zunimmt und immer wieder etwas mehr zunimmt. Das verspricht Schönheit. Am Ende der 26. Lehrrede der längeren Sammlung nennt der Erwachte 5 Weisen, wie man nach innen auf dem eigenen Gebiet wirken soll. Und da ist eins, durch sittliche Zucht wird Wanne gewonnen. Wanne ist das Pali-Wort. Das ist nicht nur so Schönheit, sondern Schönheit mit innerer Kraft, mit innerem Leuchten. Also mit Eindruck und Ausdruck in jeder Weise, nur die edel und schön im Gemisch. Und noch 4 andere Übungen, die ebenfalls zu solchen Vorzügen des Individuums, des so sich Übenden führen. Und die Summe dessen wird bezeichnet als die Überwindung von Maho, also Nibbana gewählen. Nibbana ist die höchste Schönheit, ist der höchste Reichtum, ist die höchste Macht, ist die höchste Seligkeit. Das sind 4, 5 von diesen Dingen, die da genannt sind in dieser Lehrrede. Das ist so hoch, dass es nicht mehr gemessen werden kann. Zur Erlangung des Höchsten bedarf es nicht des millionensten Teiles der Mühe, die wir schon zu allen Zeiten aufgewendet haben. Wir sind auf demselben Standpunkt, wir mit unserer jetzigen Beschaffenheit, wie vor unendlichen Zeiten, wie vor 100 Milliarden Weltzeitaltern und jedes mit 100 Milliarden von Leben oder wie es auch sei. Aber zur Erlangung des Höchsten bedarf es nicht des millionensten Teiles der Mühe, die wir schon zu allen Zeiten aufgewendet haben. Der Erwachte vergleicht die Wesen, die durch den Samsara gehen, von Leben zu Leben, gleich viel, ob sie in die glühende Höhle fallen, in höllische Welt oder in die Jauchegrube, in tierische Welt, oder unter einem dürftigen Baum einen Augenblick Platz nehmen, gespensterreich und so weiter. Er vergleicht den Gang durch den Samsara mit einem Marsch durch die glühende Wüste. Hungrig, durstig, lechzend, schwitzend, matt, immer nur Mühsal, Sankara, Sankara.
die verglichen werden mit Bananenscheiten, aus denen man nichts machen kann. Zur Erlangung des Höchsten bedarf es nicht des millionensten Teiles der Mühe, die wir schon zu allen Zeiten aufgewendet haben. Und zum Abschluss ein Wort des Erwachten. Sei wachsam. Halte standhaft aus. Geh weiter deinen rechten Gang. Wer recht geht, lebet glücklich hier in diesem und in jenem Sein. Geh weiter deinen rechten Gang. Folg nicht dem falschen, üblen Weg. Wer recht geht, lebet glücklich hier in diesem und in jenem Sein.